Wir wollen jetzt uns einmal nochmal Gedanken machen über den zwanghaften Mechanismus des Menschen. Es ist immer klar, wenn ich was erzähle, ich erzähle es den Geist, der mir jetzt zuhört und nicht irgendeinen Menschen, den du dir ausdenkst. Das ist für mich interessiert, ist nur der interessant, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Und der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch anhört, der das hört, ist nicht irgendein Gedanke. Das heißt, es ist weder der, der jetzt vom Computer sitzt, noch irgendeiner dieser Pixelmännchen auf dem Bildschirm. Es geht um den zwanghaften Mechanismus. Der Mensch, der Trockennasenaffe, der du zu sein glaubst, ist letztendlich eine Marionette und an den Fäden dieser Marionette, an den Fäden der Emotionen, die du, Geist, volle Breitseite zu erleben bekommst, an diesen Fäden zieht nur dein eigenes Ego. Das heißt, wenn du dich schlecht fühlst, psychisch wie physisch, es ist niemals irgendein Reizauslöser, irgendeine Information, die in dir auftaucht, schuld, sondern deine Reaktion drauf und deine Interpretation. Jetzt muss ich ein kleines Wort noch mit einfügen, nämlich zwanghaft. Deine zwanghafte Reaktion und deine zwanghafte Interpretation von Erscheinungen erzeugt in dir die Gefühle in Maßsetzung deines Programms, das sich in dir abläuft. Und das will ich jetzt ein bisschen vor Augen führen, indem wir ganz einfach uns mal eine raumzeitliche Geschichte ausdenken. Habe ich aus der Zeitung heraus ein 20-Jähriger massakriert mit einem Messer seine 17-jährige Schwester, großes Bild drin, die kleine Blut überströmt, ich weiß nicht, ob sie es überlebt hat. Und die Eltern, die eigenen Eltern haben dabei zugeschaut. Was hat er gemacht? Er hat die Ehre der Familie wiederhergestellt. Die Ehre seiner Familie, weil seine Schwester, die kleine Schlampe mit 17, sich von einem Deutschen schwängern lassen hat. Wenn man das jetzt in der Zeitung liest, ist man entsetzt, empört, vor allem wenn du hier, ich sage mal, in Deutschland groß geworden bist und einen christlichen Hintergrund hast, egal welchen christlichen Hintergrund, ist es unvorstellbar, was die machen. Für den, der das macht und die Eltern, ist es vollkommen normal. Es ist normiert. Es ist nur ein anderer Glaube, es ist ein anderer Schwamminhalt. Und man muss sich jetzt eins klar machen, das ist diese Toleranz, die ich fordere, dass wir in keinster Weise irgendwelche logische Systeme kritisieren, sondern uns die Unvollkommenheit von einseitigen logischen Denksystemen, ob jetzt das naturwissenschaftliche Denksysteme sind oder ob das religiöse Denksysteme sind, solange irgendein Denksystem, man nennt es im Allgemeinen Glaube, solange ein Denksystem im Widerspruch zu anderen Denksystemen steht, ist es einseitig unvollkommen, lebst du in der Welt der Perspektiven. Wenn wir jetzt in unserem Schwammbeispiel den 20-Jährigen als Baby genommen hätte und er wäre in Deutschland groß geworden, bei einer Familie christlich erzogen, wobei ich jetzt nicht sage, dass der christliche Glaube richtiger ist wie der muslimische Glaube, dann wäre derselbe Mensch jetzt normal gedacht, wäre genauso entsetzt, wenn er das liest. Bloß jetzt ist er der, der eine Tat bewertet, die er mit der anderen Logik selber vollzogen hat. Und es ist eine Ehrentat. Er hat ja die Ehre der Familie wiederhergestellt. Ob jetzt da wirklich eine Ehre hergestellt wird oder ob diese Tat eigentlich die totale Entehrung ist, nicht nur einer Familie, eines Menschen, sogar eines ganzen Glaubens, der sowas vorschreibt, liegt wieder in Maßsetzung der Logik, mit der du das bewertest. Okay, wieso erzähle ich jetzt die Geschichte? Ich habe jetzt extra dieses krasse Beispiel genommen, weil man reagiert bei so krassen Beispielen natürlich sehr intensiv, rechthaberisch. Du wirst feststellen, deine Logik erscheint dir vollkommen logisch. Die muss aber eins klar sein, dass mit der anderen Logik, zum Beispiel jetzt mit dieser muslimischen Logik der Ehrerrettung der Familie, deine Logik vollkommen unlogisch ist. Weil jeder, der das jetzt nicht machen würde, lebt in Sünde, entehrt. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber deinen eigenen Glauben, den hast du dir überhaupt nicht raussuchen können. Das ist mein Schwammbeispiel. Aber was mir jetzt viel wichtiger ist, wenn man das einmal erkannt hat, dieses zwanghafte Funktionieren, in Maßsetzung der Logik, die man zum Denken benutzt, wo man meint, das ist die eigene Meinung, und ich sage immer, das ist eine Anderung, das ist nicht deine Meinung. Wenn du nämlich nachforschst, wirst du feststellen, dass all deine Meinungen letztendlich die Meinung von anderen Menschen sind. Ich nenne das immer die Meinungen deiner Lehrer und deiner Erzieher, die wir uns jetzt in die Vergangenheit ausdenken, wirst du irgendwann einmal erkennen, dass in der Vergangenheit niemals irgendetwas passiert ist.
Musst du einfach nur die vorhergehenden Selbstgespräche anhören. Da sind wir so oft drauf eingegangen. Was jetzt viel wichtiger ist, dass du irgendwann einmal dich so weit erhebst und dir bewusst machst, dass das auch für jede Kleinigkeit in deinem Alltag gilt. Diese ganzen Marotten, die in dir ablaufen, ich nenne das einmal Marotten, diese zwanghaften Reaktionen, die für dich vollkommen logisch sind, die für einen anderen, aus einer anderen Logik betrachtet, wie du oft teilweise unheimlich unbewusst, ich benutze sogar mal das Wort Schizophren, Sinn oder Aussehen, den Eindruck machen. Das kann man sehr schön in Partnerschaften antesten, wenn der Partner irgendwas macht, da muss nicht unbedingt einen Streit geben, aber gewisse Kleinigkeiten beobachten wir an den anderen, wo man eigentlich den Kopf schüttelt mit seiner Logik und umgekehrt genauso. Bis man sich dann arrangiert, wie ich immer sage, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Und das ist, was halt dem Menschen abgeht, ist die Toleranz und vor allem die Fähigkeit zu erkennen, was hier und jetzt wirklich ist. Da kann man nur immer gebetsmühlenhaft diese einfachen Sätze wiederholen, da gibt es nichts zu diskutieren. Das heißt, in dem Moment, wo du dir wirklich bewusst machst, was jetzt da ist und das, was du interpretierst, was über die Grenze hinausgeht. Ich habe gerade mal hingewiesen, wenn ich immer wieder sage, ihr seid so unendlich gescheit, ob die in einem religiösen Denksystem, in einem esoterischen Denksystem drin hängt. Das Erste, was euch auffallen wird, es ist letztendlich alles raumzeitlich materialistisch geprägt. In all diesen Denksystemen, selbst wenn man hier über Konstruktivismus oder über Solipsismus diskutiert, dass die Sprecher, die in dir auftauchen, egal ob die real in deinem Gesichtsfeld sind, dich wahrgenommen, in dir auftauchen, nicht, dass da was von außen käme. Das ist jetzt mal ein Postulat, das ich setze, das ich jederzeit beweise, hundertprozentig sicher beweise. Und dass ich auch hundertprozentig sicher beweise, dass nahezu auf jeder Seite in jedem Physikbuch so eklatante Fehler drin sind, die gar nicht so sein können, wie es drin steht. Aber für den, der mit dieser Logik programmiert ist, wird das vollkommen logisch erscheinen. Denk an das Anfang des Gespräches. Was dir logisch erscheint, stellst du nicht mehr in Frage. Man muss bloß das Wort hundertprozentig sicher verstanden haben. Ich habe in einem der letzten Selbstgespräche erklärt, dass du in deiner momentanen ausgedachten Welt keinen einzigen, nahezu keinen Protagonisten finden wirst. Ich klammer mal die, die sich intensiv mit Holofeeling beschäftigt haben, aus, der eigentlich weiß, was 100% sicher bedeutet. Ich sage, es ist hundertprozentig sicher, wenn du an irgendetwas nicht denkst, existiert das, was du nicht denkst, für dich nicht. Und wenn du was nicht anschaust, diese sinnliche Wahrnehmung auf deiner VR-Brille, wie ich sage, wenn du das nicht auf deiner VR-Brille hast, das heißt, wenn du das nicht anschaust, existiert es für dich nicht. Das ist hundertprozentig sicher. Zu glauben, es ist hundertprozentig sicher, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, zum Beispiel der Eiffelturm, auch dann da außen existiert, wenn du nicht dran denkst, das ist hundertprozentig logisch, aber nicht besonders geistreich. Logisch ist eine geistlose Maschine. Und da ich das jetzt nur dem Geist erzähle, der mir zuhört, das ist, ich betone das nochmal, ich garantiere dir, und ich ist jetzt nicht das Pixelmännchen da unten, es ist auch nicht die Lautsprecherstimme, die du hörst, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das akzeptierst, was 100% sicher bedeutet. Unser ewiges Spiel mit dem zweiten und mit dem ersten, da ist der erste, der demonstriert etwas, das jeder Zuhörer hier und jetzt sofort überprüfen kann. Ich könnte jetzt wieder sagen, jetzt wenn du vor dem Computer sitzen solltest, als selbst ausgedachter Mensch, schau auf die Tastatur und schau den Buchstaben, die Taste H an und ich frage dich, wo war die jetzt die ganze Zeit? Und dann schaust du, was deine Logik dir suggeriert. Ja, die ganze Zeit vor dir da unten. Wenn du das jetzt beschwörst, schwörst du an Meinheit. Es ist hundertprozentig sicher, dass diese Taste H nicht existiert hat, während du mir aufmerksam zugehört hast, weil für dich immer nur das existiert, was hier und jetzt als Information in einem ständigen Wechsel vorliegt. Nicht einmal dein Körper war da. Das ist der Schlüssel von Holofeeling. Und darüber diskutiere ich nicht mit Geistern, die sich selbst als Trockennasenaffen sehen, sich zu einem sterblichen Säugetier machen, weil sie das geistlose Geschwätz von anderen höher schätzen wie ihre eigene Wahrnehmungsfähigkeit. Das ist jetzt das Wichtige, diese eigene Wahrnehmungsfähigkeit. Alles, was du, Geist, zu sehen und zu erleben bekommst, ist hier und jetzt eine Information. Und jetzt ist der Materialismus definiert, ist in deinem Gehirn.
Wo war jetzt die ganze Zeit ein Gehirn, ein nicht gedachter Gedanke? Haben wir nicht festgestellt? Das ist hundertprozentig sicher, wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Und jetzt wird deine Logik eventuell, wenn die hartnäckig ist, dir sagen, ja, mein Gehirn ist doch trotzdem die ganze Zeit da, sonst wird es ja mich nicht geben. Ich sage, der sich jetzt ein Gehirn ausdenkt, der Denker ist was anderes wie ein Gedanke, den er sich denkt. Die sind zwar untrennbar miteinander verbunden, so wie das Meer mit seinen Wellen verbunden ist. Aber es ist eine Hierarchie, die ich jetzt nicht nochmal für euch runterpredige, weil die habe ich wirklich tausendfach, habe ich die klargelegt. Dieses Selbstspiel, darum betrifft das Ganze auch wirklich bloß letztendlich dich, den Geist, der mir jetzt zuhört. Das Leben, wo ich immer wieder sage, lass mal das mal lebt, dann als personifiziert, sich selbst erlebte Figur im eigenen Traum, das lassen wir vollkommen unangetastet. Das ist das Schöne an Holofeeling, da wollen wir nicht zu niemanden verändern, sondern wir wollen das Ganze durchschauen. Es beginnt, dass man zuerst einmal dieses momentane Leben durchschaut. Wann hat dein Leben begonnen? Wird deine Logik sofort wieder sagen, mit meiner Geburt. Deine Geburt, die du jetzt ausdenkst, die Geburt in Bezug auf ein kleines Trockennasenaffchen, ist ein Gedanke, der jetzt in dir aufgetaucht ist, weil ich diese Worte gesprochen habe. Es sind so die einfachsten Sätze, die man verstehen muss. Die ich wirklich tausende Male, wenn man die Selbstgespräche anhört, sich wiederholt, bloß die Frage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Ich frage jetzt den Geist, der mir zuhört. Denkst du dann an einen Geist? Oder denkst du an einen physischen sterblichen Körper, der dann in dem Moment für dich auch real, sinnlich wahrnehmbar in Erscheinung tritt? Der Glaube, dass dieser Körper, den du ich nennst, ein Leben lang ich genannt hast, dass der auch dann existiert, wenn du nicht dran denkst. Ich kann immer wieder nur sagen, wenn du das vor einem göttlichen Richter beschwörst, schwörst du an Meineid. Und dann haben wir eben diese schönen Geheimnisse der Sprache mit Holofeeling, dass ich immer wieder sage, ihr müsst die Wörter nicht auffächern, es ist ein Programm eines neuen, eines komplett neuen Weltbildes, das eigentlich hier mehr einer Matrix, diese ganzen Informationen über die Filmchen, diese klassischen Unterhaltungsfilme, die das schon ansatzweise mitteilen, aber immer noch im Hintergrund mit diesem raumzeitlichen Ding. Das ist, die Schlüsselbegriffe sind so unheimlich einfach, was das Hauptproblem ist. Du musst dir bewusst machen, wie extrem hartnäckig in dir der Glaube noch ist, dass Dinge, die du jetzt denkst, auch dann da außen existieren, wenn du sie nicht denkst. Das musst du komplett durchschauen haben, dass das eine permanente Selbstlüge ist. Du wirst diese geistige Freiheit der höheren geistigen Ebene nicht betreten. Und wenn ich solche Worte benutze, ich rede hier nicht von esoterischen oder religiösen Geschwätz. Weil auch bei allen Esoterikern, die hier dann Biozeug in sich reinfressen, dass an ihren scheißheiligen Körper nichts hinkommt, obwohl sie dann in einem Fort behaupten, wir sind ja bloß Geistwesen. Das sind nur schizophrene Figuren, die so sich in Sackgassen verirrt haben, ob das Religion ist, egal um was es geht. Den Glauben, den du hast, konntest du dir nicht raussuchen. Das erkläre ich so schön mit meinen Schwammbeispielen noch in einer raumzeitlichen Form, wo ich dann immer wieder darauf hinsage, das ist jetzt so eine extreme Reduzierung auf einfache Logik. In Wirklichkeit gibt es keine chronologische Zeit. Und dann, wenn immer wieder gesprochen wird hier, das sind so die Präzision, ich muss wissen, was existieren ist und was das rotgeschriebene Sein ist. Das Immerseiende kann nicht in Erscheinung treten, das Immerseiende, und wenn was in Erscheinung tritt, ist es eine Gedankenwelle, und Gedankenwellen sind nicht ewig, egal an was du denkst. Das ist schon weg, wenn du es nicht mehr denkst. Das gilt auch für deinen eigenen Körper. Das stellt dann zuerst einmal in ein Niemandsland. Und von dem Moment, wo du das das erste Mal hörst, bis zu dem Moment, wo du über das langsame Begreifen zum Verstehen kommst, sage ich je, das ist in jedem Leben anders, dauert es mindestens 15, 20, 25 Jahre. Und dann wird es zu einer absoluten Gewissheit, was eigentlich schon beim ersten Mal hören hundertprozentig sicher ist. Das ist nur dieses Problem, dass der zweite, wie ich immer wieder sage, dieses Geschwätz deiner Lehrer und deiner Erzieher so mächtig ist. Darum wiederhole ich das immer, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier was behaupte, die Sache gerade mit der Taste H, wo war die jetzt übrigens wieder die ganze Zeit? Die kann ein Gedanke sein, und um die zu sehen, musst du sie auf dem Bildschirm holen, auf die Farbbrille. Das ist jetzt logisch gedacht. Du denkst an deinen Kopf, du beugst den nach unten und schaust auf die Tastatur. Aber wo ist der Kopf, wenn du nicht an den Kopf denkst? Das ist, man setzt es voraus. Ich weise dich nur darauf hin, jetzt als Computerstimme, als Pixelmännchen. Aber was jetzt hier ganz interessant ist,
Dass jetzt in dir mit deiner Normalität der Zweite dir massiv einredet, dass das eine Spinnerei ist. Und ich sage, du solltest jetzt, wenn du Geist bist, so viel Bewusstsein in dir wachschalten, wie unendlich krank ist eigentlich dein eigener Glaube, wenn in dir jetzt einer auftaucht, jetzt ein kleines Pixelmännchen, das ist das Einzige, was da ist, und eindeutig eine Lautsprecherstimme. Und diese Stimme dich auf was hinweist, die auch nur eine Information in dir ist, was du hier und jetzt sofort als Geist überprüfen kannst. Und jetzt ist dein Glaube, deine Logik in dir drin, die sagt, was ist das für ein Spinner? Wenn dir das einmal bewusst wird, wie wahnsinnig dich dieser Glaube macht. Und ich sage immer wieder, ich diskutiere da nicht mit irgendeinem Trockennasenaffen eigener Definition drüber. Ich erkläre es dem Geist, der sich selber einredet, dass er ein sterblicher Trockennasenaffe ist. Diese wahnsinnige Überlebensangst, die oft dich anfällt, wie aus dem Nichts, verhungern zu müssen, aus der Wohnung rauszufliegen. Geist kann nicht aus der Wohnung rausfliegen, der ist eigentlich wie ein kleines symbolisches Vögelchen in einem Kopfgefängnis, das sich freuen würde, wenn es aus dem Kopf rausfliegen kann. Das Vögelchen Mathematikus im ersten Selbstgespräch, ich bin du Quadrat. Das am offenen Fenster in einem Käfig mit offener Käfigtür drin sitzt und jetzt kommen freie Vögelchen, freie Geister, die sagen, hier komm doch mit uns, was sagst du in den Käfig drin? Er könnte raus, die Tür ist offen und er sagt, nein, ich weiß ja nicht, ob ich was dann zum Essen, ich kriege jeden Tag mein Essen reingestellt in meinen Käfig. Ich weiß ja nicht, ob was ich dann mache, wenn kein Essen mehr da ist und dann sagen die freien Vögel, ist doch alles im Überfluss vorhanden. Das ist der Wahn, diese Strukturierungen, diese Rechthabereien in der Politik, was zurzeit, jetzt zurzeit, ist nicht immer die Frage, wann du das anhörst, wenn ich das sage, wenn du dieses Gespräch jetzt zufällig anklickst. Der Stand, der aktuell ist, 2018, ganz interessant, das ist wie ein Ich, kann man rot und blau machen, das ist 2018. Es ist die Welt, die so vor so einen Abgrund. Und jetzt kann man wieder darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist, dass man die mit einem Weltkrieg kaputt machen oder nicht. Dir wird irgendwann einmal klar sein, die Schuldzuweisungen, dass du das politische System, wenn du jetzt betrachtest und wohlgemerkt, wir sind über der Tasse. Jeder hat recht. Wenn du jetzt deine normalen Medien einschaltest, sind die Russen die Bösen. Wenn du die andere Seite siehst, sind die Amerikaner die Bösen und jeder wird dir das beweisen und alles, was sie dir beweisen, haben sie aus das Buch heraus. Du kannst dir nur bewusst machen, was zurzeit in deinem Schwamminhalt die Richtigprogrammierung ist. Aber immer wieder an unseren 20-Jährigen denken, der aus Ehrerrettung seine 17-jährige Schwester massakriert. Nichts ist trügerischer wie die Logik, die du zurzeit zum Denken benutzt. Und ich habe da diese einfache Metapher aufgebaut, dass ich sage, es ist ein göttlicher Führerscheinprüfungsbogen. Du sollst der Führer werden für eine komplett eigenständige Welt, der du vorstehst, was übrigens jeder träumende Geist letztendlich ist. Er ist der Erzeuger, ein Zeuge, der alles, was er selber sieht, in sich selber erweckt, aus sich selbst heraus. Das ist die Symbolik des träumenden Geistes. Und meine modernere Metapher ist auch, wir setzen für den Geist einen Computer. Und dann brauchen wir natürlich jetzt auch Betriebssysteme, Programme und Daten, die dann letztendlich in Maßsetzung dessen, was du an Daten und Programm zur Verfügung hast und Betriebssystem, kannst du Bilder in dir aufbauen und Vorstellungen in dir aufbauen. Die von dir ausgedachte Welt wird extrem limitiert durch den Intellekt, den du zum Denken benutzt, wobei der Intellekt selber gar nicht das Problem ist, weil dir irgendwann einmal klar werden muss, dass das, was du jetzt Wissen nennst, dass ich sage, wir haben einen großen Komplex von Wissen und es teilt sich immer in zwei Hälften, wenn ich es so mache. Es ist eine Hälfte, wo du sagst, das weiß ich und interessanterweise weißt du natürlich auch von sehr, sehr viel Wissen, jetzt dummerweise ausgedacht in der Welt da außen, das du nicht kennst, aber du weißt, dass das da ist. Ich sage jetzt zum Beispiel, da gibt es hier tausende von verschiedenen Sprachen. Das wirst du jetzt bejahen mit deiner jetzigen Logik da außen in der Welt. Ich behaupte, die Sprachen sind jetzt, weil wir sie denken und wenn wir was nicht denken, existiert es nicht. Immer dran denken, sich ganz bewusst machen. Dran denken kann man dann weniger, weil dann wird es ja wieder existieren, dass es auf einer tieferen Ebene als Seinsmöglichkeit durchaus vorhanden ist. Existieren tut erst was, wenn es in dir in Erscheinung tritt.
Existere heraustreten aus. Du wirst merken, es wären 99,99% aller philosophischen Probleme der Welt schon vom Tisch, in dem Moment, wo man verstehen würde, was der Unterschied ist zwischen Sein und Existieren ist. Bewusstsein. Rot geschrieben ist etwas, was nicht in Erscheinung treten kann. So wie das Wort ist letztendlich rot geschrieben nichts. Das haben wir ja schon so oft gehabt. Nichts ist nichts. Wobei das Wort nichts natürlich schon was ist. Fange ich nicht nochmal an, dasselbe gilt dann für alles oder für unendlich. Das sind Begriffe, die letztendlich in keinster Weise existieren können. Die Begriffe selbst als Ding an sich schon, aber nicht, was die Begriffe beschreiben. Das kann nicht existieren. Drum kann Gott zum Beispiel auch nicht existieren. Weil dann ist die Frage, existere heißt heraustreten aus, wo heraus tritt dieser ausgedachte Gott, den wir uns jetzt ausdenken, der zu existieren anfängt. Das ist Gott. Die Quelle, da wo es heraustritt, alles Ausgedachte, alle Vorstellungen. Darum ist auch eine personifizierte Vorstellung von Gott letztendlich nur eine Personifizierungsmöglichkeit von vielen Personifizierungsmöglichkeiten. Man darf die, jetzt wenn ich schon sage, die Substanz, die absolute Substanz nicht mit der Form vergleichen. Mein Beispiel nur 200 Gramm rote Knete. Der träumende Geist als Ding an sich, den ich jetzt ausspreche, ist nicht irgendetwas, was in Erscheinung treten kann, aber dieser träumende Geist nimmt permanent ständig wechselnde Erscheinungen wahr und ich sage immer Sätze für Geist rot geschrieben, nicht existieren können, 200 Gramm rote Knete und die Form, die oberflächliche Form der Knete, das sind eigentlich die Informationen, die Informationen. Schönere Metapher ist das Immerseiende, das Meer und die Wellen. Du siehst, wenn du auf das Meer schaust, siehst du bloß immer die Oberfläche, die Wellen. Ja, aber das Wasser ist ja drunter. Ich sage immer, unter der oberflächlichen Wellen, der Gedankenwellen, die Stufe drunter ist der Geist, der träumt. Die Grundlage. Was wir dann spiegeln können, wenn ich immer sage, wir können den natürlich auch nach oben setzen, dann fällt dir was ein. Aber das ist immer wieder das Verdrehen der Seiten, das immer möglich ist, auch was richtig und was verkehrt ist. Ist jetzt das richtig, was der 20-Jährige gemacht hat, oder ist es verkehrt? Hängt davon ab, wie du das definierst. Darum sage ich immer wieder, es gibt in der Welt da außen gibt es keine Qualitäten. Qualitäten entstehen durch das Wertesystem des Beobachters. Erscheinungen sind einfach nur, bis hin zu Schmerzen. Die negativ zu definieren, ist eine Definition. Da, wenn einer sagt, es gibt aber doch keinen, der Schmerzen gut definieren soll, dann hast du dich noch nie richtig auseinandergesetzt mit der menschlichen Psyche. Was sind denn da Masochisten? Ja, die sind ja pervers, die sind ja krank. Ich sag, die sind verkehrt. Nein, die sehen bloß mit einer anderen Logik auf die Dinge. Wenn du jetzt auf alle logischen Denksysteme zurückgreifen kannst, kannst du immer die raussuchen, die das Optimum hergibt. Das heißt, wenn du Schläge kriegst, schaltest du einfach die Logik eines Masochisten ein und dann wirst du einen Hochgenuss erleben. Es ist, man kann immer wieder nur feststellen, wie sich die eigene Logik wehrt und vor allem die panische Angst vor der eigenen Vergänglichkeit in Bezug auf das, was man zu sein glaubt. Wenn man das jetzt einfach mal Körper nennen, muss dir klar sein, der ist schon weg, wenn du nicht dran denkst. Und jetzt kannst du wieder beobachten, wie das der Zweite in dir aufschreit, der dir versucht, diesen Blödsinn, den dir jetzt dieser Lautsprecher erklärt, auszureden. Die Quelle deines Leids bist du mit deinem Glauben. Aber wenn wir jetzt die zwei Wissensgebiete nochmal nehmen, da ist eine Hälfte, wo ich sagen kann, das weiß ich. Und mir ist auch mit Minimalbewusstsein bewusst, dass es so viele Sachen gibt, von denen ich überhaupt nichts weiß. Und das erfordert jetzt schon eine gewisse Demut. Woher nehme ich dann die Arroganz zu glauben, dass das, was ich weiß, richtig ist? Wo habe ich dieses Wissen eigentlich her? Habe ich das, was ich glaube, jemals wirklich überprüft? Und das führt uns jetzt in die Sackgasse der Naturwissenschaft, weil die ja im Gegensatz zu religiösen Glauben für sich in Anspruch nimmt. Religiöser Glaube zwingt dich, blind zu glauben. Aber die Naturwissenschaft, was die glaubt, das beweisen sie ja mit Experimenten. Und ich sage, wenn man das genauer anschaut, wirst du feststellen, das ist die trügerischste Lüge, die es überhaupt gibt. Die sehen nämlich nicht das, was sie sehen, sondern sie sehen eigentlich das, was sie voraussetzen, was schon durch stochastisches Denken vorherbestimmt wurde.
Das wird alles in den Offenbarungsschriften genau erklärt, ohne das zu kritisieren. Ich kritisiere nicht, ich beschreibe. Ich sage immer wieder, ich erkläre dir, was du bist. Du bist der Geist, der mir jetzt zuhört. Ich bin nur eine Information in dir, eine vergängliche Information. Du bist immer und du bist ohne Anfang und Ende. Es geht jetzt hier nicht um einen Akt, dass man das glauben müsste. Das kann man hundertprozentig sicher überprüfen. Du musst dir nur bewusst machen, wie trügerisch die chronologische Zeit ist. Wenn ich die Frage stelle, wann hast du zum Denken angefangen? Ich frage den Geist, der mir jetzt zuhört. Wirst du feststellen, da ist jetzt sofort einer in dir drin, der sagt, was ist das für eine blöde Frage? Es hängt jetzt davon ab, wann hast du zum Denken angefangen? Ich kann doch bloß jetzt denken. Aber wenn der Zweite in dir mächtig ist, der wird dann zu dir sagen, ja, so ungefähr mit 2 Jahren, mit 1,5, 2 Jahren. Was heißt mit 1,5, 2 Jahren? Ja, wie ich 1,5 oder 2 Jahre hat irgendwann das Denken in mir angefangen. Ich sag, du verwechselst dich schon wieder mit deinen Gedanken von dir. Wo kommst du her? Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, wo kommst du her? Jetzt wieder, ich habe so oft gesagt, ich wurde von meiner Mutter geboren. Wo kommt jetzt die Mutter her, die du dir ausdenkst? Ja, Gott hat mich erschaffen. Wo kommt der Gott her, den du dir jetzt ausdenkst? Das, was du dir ausdenkst, muss doch aus dir herauskommen. Wo kommen die Bilder im Kopf eines, jetzt ist schon wieder, wenn wir unseren träumenden Geist vorstellen, denken wir ja schon wieder an einen Trockennasenaffen, der da liegt, die Augen zu hat, von unserer Welt jetzt, der Wachwelt, nichts mehr weiß und er in seinem eigenen Kopf, den wir uns ausdenken, eine eigene Traumwelt mit ständig wechselnden Bildern erlebt. Wo kommen seine Informationen her? Wenn ich immer sage, wenn er jetzt zum Beispiel träumt, er sitzt in seinem Wohnzimmer, liest der Zeitung, der träumt es. Von uns weiß er ja nichts, weil wir sind ja wach, er liegt ja da und der hat ja sein Bewusstsein verloren, sagt man. Aber ist es nicht nötig, dass du was wahrnimmst, dass da zumindest ein ausgedachtes Bewusstsein da sein muss, das mir jetzt den träumenden Menschen, den Trockennasenaffen, der da liegt, zusprechen, dass er jetzt in einem unbewussten Zustand, aber trotzdem bewusst sein muss, weil er kriegt ja im Traum was zu sehen. Und er sitzt jetzt meinetwegen, er erlebt sich selber, das ist ja nicht der da liegt. Er lebt sich in seinen Kopf als jemand, der im Wohnzimmer sitzt, der Zeitung liest und plötzlich klingelt das Telefon. Wo kommt das Klingeln in seinen Kopf her? Weil da außerhalb vom Traum einer ist, der ihn anruft? Das sind so ganz einfache Fragen, da wirst du merken, die heben alles aus den Angeln, was du bisher geglaubt hast. Und jetzt kommt die nächste große Falle, dass du jetzt wieder eine Bestätigung haben willst von anderen. Und das biete ich dir nicht. Du musst irgendwann einmal den Mut haben, dass du dich ganz vorne anstellst und sagst, es ist so, wie ich das bestimme. Es ist übrigens dein ganzes bisheriges Leben schon so gewesen. Es ist letzten Endes alles, wirklich alles, was du gedacht und erlebt hast. Wartet einmal einen kleinen Moment. So, bin wieder da. Es ist also definitiv so, die Wissenskomplexe, wo du hast, wo ich sage, du hast jetzt ein Wissen, wo du sagst, das weiß ich, und mir meine Hälfte, wo man sagt, das wissen wir nicht. Aber sehr wohl ist das Wissen da, dass da Wissen da sein muss, das man nicht wissen. Wenn wir in die Hälfte gehen, dass wir das weiß ich nennen, spannt sich wieder was auf. Bei den Sachen, die du weißt, gibt es eine Hälfte, die sagst du, das stimmt, und dann gibt es Wissen, das du weißt, wo du aber behauptest, das stimmt nicht. Auch die Sachen, die du dir jetzt denken kannst, von denen du sagst, das glaube ich nicht, sind ja auch dein Wissen. Was du nicht weißt, ist, dass das nur deshalb angeblich nicht stimmt, weil du glaubst, dass es nicht stimmt. Letztendlich sind es aber bloß Gedanken. Die Gedanken, die du jetzt denkst, von denen du behauptest, das stimmt, und die Gedanken, die du jetzt denkst, von denen du behauptest, dass die nicht stimmen, verkehrt sind, sind einfach nur Gedanken, die von dir bewertet werden. Lass das auf dich wirken, das ist sehr wichtig. Letzten Endes sind es nur Gedanken, die von dir erschaffen werden. Es ist so dieses kleine Spiel, dass man wirklich elementare Sätze von Holofeeling über einen Zeitraum von 15, 20 Jahren in der Regel, vielleicht haben wir, wenn wir die 100 Affen richtig installiert haben, das Gesetz der 100 Affen, dass die nach uns kommen, das leichter haben, dass du das wirklich, was du beim ersten Mal hören, schon verstehen kannst. Ein Prozess ist, der 15, 20 Jahre dauert, in einer tausendfachen Wiederholung, bis dir der Groschen fällt.
Ich will da kurz in dem Gespräch jetzt einmal raumzeitliche Geschichte einblenden. Ihr habt es schon gehört, aber ihr habt es schon gehört. Wie meine ich jetzt die Pixelmännchen? Erkläre ich schon wieder Pixelmännchen etwas? Nein, ich erkläre es jetzt den Geist, der mir zuhört. Und da dieser Geist, der mir zuhört, jetzt immer noch in einem Programm, in einem Wertesystem drin hängt. Das, was ich Geistesfunk nenne, ist immer derselbe Geist. Aber nur mit einem anderen Intellekt. Mit einem anderen Schwamminhalt. Es ist immer nur dasselbe. Eigentlich erkläre ich das jetzt den Computer. Und je nachdem, welches Programm du laufen hast, das dann die Bilder auf deinem Bildschirm macht, deine Ich-Funktion. Kann immer wieder sagen, denk an mein Splitscreen. Kann nicht immer jedes Mal tausendmal dieselben Sachen erklären. Worum es mir geht, ist jetzt so eine kleine Mail als Brösel Udo. Wir denken jetzt einmal raumzeitlich, kriege ich hier eine kleine Mitteilung von unserem Lutz. Ich habe euch das schon erzählt, aber für den Zuhörer ist es vielleicht neu. Und er sagt dann, ich höre mir das letzte Selbstgespräch an, Holofeeling, Solipsismus. Und dann kommt hier zwischen 30 und 32, 2 Minuten, er sagt 30 etwas bis 31, 59, ist etwas, wo ich stutze und ich höre mir diese 2 Minuten, höre ich mir 10-mal hintereinander an und er sagt, und plötzlich macht es in meinem Kopf Schnapp. Und dann macht er noch Bindestrich, wirklich schon 1000-mal gehört. Und das ist dieses Heureka. Und ich sage immer wieder, was ich in den 2 Minuten gesagt habe, ist etwas, was ich wirklich tausende Mal in Selbstgesprächen immer wieder wiederhole. Und er hat jetzt am eigenen Leib erlebt, dass man wirklich das tausende Mal hören muss. Man meint, man hat es das erste Mal verstanden. Und zwar gehe ich wieder auf die Fakten ein. Das war die Stelle, ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Dann erkläre ich noch, dass ich da oft in Eltern-Selbstgesprächen Faktum sage, weil wir eigentlich ein W haben in der Mitte. Und die Tat besteht darin, dass von dir was gedacht wird. Das heißt, ich rede mal in einer Ich-Form. Wenn ich jetzt an irgendetwas denke, dann wird in dem Moment, wo ich das denke, denken ist jetzt erst einmal in der einfachsten Form in meinem Kopf, spreche ich. Ich spreche mit meiner Stimme. Ihr merkt schon, da haben wir schon verschiedene. Da ist ja ein Ich, das zuhört und ein Ich, das spricht. Diese Gedankenstimme, die ich anhöre, ist ja in der Regel, wenn ich allein bin, ist das immer meine Stimme, zumindest von dem Trockennasenaffe, der ich zu sein glaube. Aber was jetzt bei genauer Betrachtung, da muss ich den Doppelschritt gehen, dem Menschen nicht auffällt, dass immer, wenn du, jetzt könnte ich schon wieder sagen, wenn du da liegst und über irgendwas nachgrübelst, die Schwierigkeit ist, liegt keiner da, wenn du ihn nicht denkst. Es bist bloß du nicht denkbarer Geist und deine ständig wechselnde Information. Du bist immer, und das erste, die erste Grundlage, die du hast, sind Worte, doppelt aufgespannte Orte. Das sind Orte, hebraisiert heißt das erweckte Erscheinungen. Muss man jetzt nicht verstanden haben, das wäre jetzt aufregend, weil das dann die hintere Ebene ist des Computerprogramms, wie es funktioniert. Das heißt, ich spreche eigentlich zuerst einmal Worte, wenn ich über was nachgrübel, aber was jetzt synchron mitläuft, ist, dass während ich die Worte spreche, im selben Moment auch feinstoffliche Bilder zuerst einmal aufgebaut werden, mehr Vorstellungen, wie wir das nennen. Und da ist jetzt schon, da mischt sich schon die Chronologie, dieses zwanghafte chronologische Denken ein. Ich mache mal ein einfaches Beispiel in Worten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn du vor einem Spiegel stehst und du lächelst, wird das Spiegelbild auch lächeln. Okay, das ist ungefähr so, wenn ich sage, wenn du ein Wellenberg ist, muss zwangsläufig ein Wellental da sein. Und wenn du jetzt genauer mal aufpasst, wirst du feststellen, da ist schon die Illusion von einem Vorher und Nachher da. Aber ist es nicht so, dass wenn ich lächle, lächelt im selben Moment der Spiegel? Ist es nicht so, dass wenn ein Wellenberg auftaucht, dass im selben Moment auch ein Tal auftaucht, dass das niemals chronologisch nacheinander kommt? Dass jedes Wort, das ich jetzt spreche, spreche ich jetzt und würde jetzt der Text, den ich jetzt spreche, in Schrift zeigen, die nächsten 10 Sätze auf dem Monitor dastehen, dann wirst du feststellen, wenn du den Monitor anschaust, sind alle Worte gleichzeitig da und ich eigentlich nur abrastere und jetzt kommt schon wieder das Wort nacheinander, dass ich die Worte nacheinander spreche, obwohl ich doch jedes Geräusch jetzt ausstoße. Auch das ist ein Ding, wo ich tausende Mal in die Selbstgespräche darauf eingegangen bin, das verstanden werden muss. Die Esoterik sagt schlichtweg und einfach, es gibt bloß hier und jetzt. Da kannst du jetzt tausende Videos aufrufen, wo dir erklärt wird, es gibt bloß hier und jetzt.
Verstanden haben die das nicht, weil da wirst du dann feststellen, dann kommen dann spätestens zwei Sätze weiter und vor 5000 Jahren haben die Maya dieses und jenes gemacht. Die wissen nicht, was sie sprechen. Was ich jetzt modern habe, zum Beispiel, wenn du Videos anschaust, jetzt alte Quantenphysiker, die gehen jetzt mittlerweile, mein Professor Dirk gibt so ein schönes Video auf YouTube, das beginnt, Materie existiert nicht. Ich weiß zwar, was er ausdrücken will, aber die Sprache ist komplett verdreht. Selbstverständlich existiert Materie, wenn du Materie anschaust oder anfasst. Das ist nämlich, sobald ich was verneine, dass es das nicht gibt, muss ich das, was ich verneine, jetzt erst einmal als Objekt mir zumindest ausdenken. Ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, wenn einer behauptet, es gibt keinen Gott, es existiert kein Gott, ich sage dann immer wieder, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Aber sobald du sagst, dass Gott nicht existiert, erfordert ja das, was du verneinst, dass es von dir gedacht wird. Und in dem Moment, was du denkst, existiert ja. Und wenn du es nicht mehr denkst, dann existiert es eben nicht, weil es nicht herausgetreten ist, wobei es nicht heißt, dass es nicht trotzdem als Seinsmöglichkeit rudimentär vorhanden ist. Das heißt, alle oberflächlichen Wellenphänomene, die auf dem Meer in Erscheinung treten können, von dem kleinsten Gekräusel bis zu riesengroßen Monsterwellen, sind eine Fähigkeit dieses Meerwassers. Wir nennen es einmal so. Das dann nicht umsonst im hebräischen Memim heißt. Em Yom. Vom Meer, das Spiel haben wir schon durchgespielt, wo 2M, wenn wir das Yom als Dualendung nehmen und so weiter und so weiter. Aber das wären jetzt die Details, die momentan hier für dich Geist, wenn das neu für dich ist oder du neugierig wirst oder zu bequem bist, das sind dann immer wieder solche so Stellen, du kannst dich nur beobachten, wir lassen das normale Leben vollkommen unangetastet. Das sage ich immer wieder. Was ich mir wünschen würde für dich, dass du immer mehr in einen Zustand der Selbstbeobachtung eintrittst. Und dazu muss man diese vier Ichs verstanden haben. Ich beobachte mich. Dass man wirklich absolut präsent jeden Moment sich bewusst macht, was jetzt da ist und wie ich selbst das interpretiere. Jetzt ist aber das Problem, sobald ich was interpretiere, bin ich nicht mehr der, der den beobachtet, der interpretiert. Und der, der seine eigenen Handlungen interpretiert und wertet, ist auch wieder wer anders wie der, der gewertet wird. Diese ganzen Selbstzweifel, dieses mache ich was richtig, mache ich was verkehrt. Das Hauptproblem nicht, dass du in deiner Traumwelt, in der Welt der Perspektiven bist und du hast eben diese, es lässt sich nur lösen mit einem chronologischen Nacheinander. Das heißt, wenn ich immer wieder sage, du hast noch niemals deine Küche gesehen, da wird der Zweite sofort wieder aufschreien und sagen, was ist das für ein Spinner? Ich sage dann nur, zeig's mir. Ihr kennt dieses Spiel. Und wenn du jetzt anfängst, mir die Küche zu zeigen, egal welches Bild, egal wo wir hinschauen, das ist keine Küche. Ich sage, ein Herd ist keine Küche, ein Kühlschrank ist keine Küche, ein Schränkchen ist keine Küche. Das sind Einzelteile einer Kollektion, die du Küche nennst, aber die ganze Kollektion kannst du nur einen Namen geben, aber nicht optisch darstellen. Außer in Form vieler Einzelbilder. Aber dann wirst du feststellen, dass das dann noch viel weiter geht, weil wenn du eine Schublade rausziehst und schaust in eine Schublade rein, ist das auch Küche. Selbst wenn du bloß einen Teelöffel in die Hand nimmst, ist es ein Teil deiner Küche. Vorausgesetzt, du hast das Besteck in der Küche liegen und nicht im Speisezimmer. Vorausgesetzt, Küche und Speisezimmer sind getrennt. Jetzt merkst du schon, zuck, 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 zuck. Es bleiben halt einfach Gedanken. Ich sage, es ist so unheimlich schwer, einfach sich bewusst zu machen, was jetzt da ist. Und dann wirst du feststellen, die Figuren in deinem Raum können das nicht, die Masse. Jetzt mit Holofeeling wirst du eine Handvoll Leute finden, die das können und die werden dir so normal erscheinen als Menschen, überhaupt nicht anders wie irgendwelche andere. Das ist das, was ich hier in Ich bin du schon beschreibe, ist der Verstehende. Er kann nur so in Erscheinung treten in deinem Traum, wie du dir Menschen vorstellst. Weil dein Programm nicht in der Lage ist, irgendwas anders aufzubauen. Dieses Verstehen, wenn ich immer wieder sage, wir machen mal so die göttliche Welt, ist symbolisiert Windows-Betriebssystem und deine momentane Welt, so real sie dir erscheint, mit diesem unendlichen Wissen da außen, mit den Galaxien, die du dir ausdenkst, mit den Milliarden und Abermilliarden von Sternen, das ja nur Wissen ist, das du dir vorstellst. Dann was, wie sieht es aus? Wie sehen denn Milliarden von Sternen aus? Dann wird es wieder reduziert auf eine Fotografie, auf einen Computerbildschirm, wo man sich dann so unheimlich sicher ist, dass das alles so war.
Wie unendlich geistlos ist einer, der sich so festklammert an diesen fehlerhaften Wissen seiner Lehrer und seiner Erzieher. Und um eins klarzustellen, ich werde dir nicht erklären, was du glauben sollst. Ich sage auch immer wieder, ich erkläre dir nicht, was richtig ist, weil wenn ich dir erkläre, was richtig ist, setze ich im selben Moment eine Kehrseite, wenn du die Welt der Perspektiven überwunden hast. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und du bist Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Das ist hundertprozentig sicher. Das Einzige, was du noch nicht weißt, was es bedeutet, Geist zu sein. Du kannst für das Wort Geist auch das Wort Gott setzen. Du bist dir noch nicht bewusst, mit was für einer Verantwortung das verbunden ist. Mit allem, was du dir ausdenkst, trägst du die Verantwortung. Das ist natürlich, wenn man jung ist, immer noch, ich sage immer wieder, du fällst noch unter das Jugendschutzgesetz. Und jetzt ist es, da muss man komplettes Wertesystem überwunden haben, darum packe ich das ja immer in diese kleine Metapher des Führerscheinprüfungsbogens. Egal, welche Rolle du zurzeit spielst, wo du sitzt, ich sage auch immer wieder, ich verlange nicht, dass du jetzt da anfängst zu missionieren, von Holophilen zu reden, im Gegenteil, ich sage, halt deinen Mund. Egal, ob du vielleicht in der Politik sitzt oder nur an einem Arbeitsplatz, wenn ich mir meine Geschichte erzähle von meinem Rabbi, der bei mir war, wo ich sage, nicht, dass du jetzt meinst, du musst losgehen und deine Gemeinde missionieren, das wird sowieso nicht funktionieren, dann schmeißen sie dich raus. Es bleiben vergängliche Erscheinungen. Ich sage, habe die Demo, die Rolle so zu spielen, wie du sie zu spielen hast, aber werd zum Beobachter von dir selbst, dann wirst du nämlich zu was anders, wie das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast. Das ist ganz, es ist das, da beginnt diese Bewusstheit, dass man irgendwann einmal solche einfache Versätze versteht, wie wenn ich sage, ein Denker ist immer was anderes, wie das, was er sich ausdenkt. Ein Denker ist der Besitzer seiner Gedanken. Und ein Besitzer ist was anderes, wie das, was man besitzt. Jetzt denk an deinen Körper. Und dann kommt natürlich wieder das chronologische Denken. An welchen Körper denkst du, wenn du an deinen Körper denkst? Wenn ich sage, auf jeder Buchseite, du bist der Buch und auf jeder Buchseite ist ein anderer Körper da. Auf der Seite 60 sieht er anders aus wie auf der Seite 20, wenn man das als Lebensjahre nimmt. Stellt sich die Frage nicht mehr, was da richtig oder was verkehrt ist. Darum soll man wertfreie Beobachtung, den Zustand der wertfreien Beobachtung heißt, sich einfach nur bewusst machen, was jetzt da ist. Und dann wirst du feststellen, dass da ganz massiv auch noch Wertungen sind oder Emotionen sind. Die sind natürlich auch da, aber die sind nicht Reizauslöser, sondern das sind Produkte von Reaktionen, die du auf einen Wert, einen komplett neutralen Reizauslöser in dir selbst erschaffst. Auch die Forschung bei Klingelingeling-Beispiel. Wenn ich sage, es gibt keine gefakten Bilder. Ein gefaktes Bild setzt voraus, dass ich mir die Herkunft, die Entstehung des Bildes in die Vergangenheit denke. Zum Beispiel, dass irgendjemand in der Vergangenheit, ich mir jetzt denke, irgendwas von einer Welt, die auch dann da außen ist, wenn ich sie nicht denke, fotografiert hat. Und jetzt stellt sich die Frage, habe ich dieses 1:1 Bild dieser Welt, die da außen ist, auch wenn ich nicht dran denke, oder hat dann dazwischen drin in der Vergangenheit, bevor ich dran gedacht habe, einer das Bild manipuliert. Du wirst jetzt merken, wenn du das oft genug hörst, wie schizophren das ist. Es ist nämlich definitiv so, in dem Moment, wo ein Bild in einem träumenden Geist auftaucht, ein Bild, das ein träumender Geist anschaut, entsteht in dem Moment in seinem Kopf, wo diese Information in ihm auftaucht und die ist niemals in der Vergangenheit vorher von einer Welt, die da außen ist, die er nicht denkt, die in seinem Traum nicht ist, noch von einem Menschen, der nicht existiert, wenn du ihn nicht denkst, fotografiert worden. Ein Bild entsteht in dem Moment, wo das Bild in dir auftaucht. Dasselbe gilt für die Menschen, wenn du zum Beispiel in irgendeinen Chat-Ordner runterscrollst und dann kommt ein Name nach dem anderen beim Scrollen hoch. Im selben Moment, wo du den Namen liest, denkst du an jemanden, der genau in dem Moment entsteht, wenn du dir den denkst. Das ist die Eigenart in meinem Traum. Und ich kann jetzt sehr wohl mir bewusst Menschen ausdenken, die Pixel zum Beispiel, kann man in Redo nach Zürich denken oder die Diana nach Wien, die Andrea nach Leipzig, die Donis, nach Grünau, Österreich, wir sind international vertreten und der Kleine da unten, der ist jetzt in dir drin. Der sagt nämlich, ich bin du. Ich bin deine Information. Dann verstreust du das, was ich jetzt gesagt habe, an Worten,
diese kleine Pixelmännchen verstreust du jetzt um dich rum in der, im Raum und denkst dir dann hier Wien, Zürich, Leipzig, in allen möglichen Richtungen um dich rum, dass die, die jetzt nur kleine flackernde Lämpchen sind auf deinem Monitor, in deinem Gesichtsfeld, du kannst nicht einmal sagen, der Monitor, wenn du jetzt vorm Computer sitzen solltest. Schau, ich bin jetzt noch so genau, dass ich sage, dass ich mir jetzt welche ausdenke, die bloß die Audiospur sich anhören. Die sind jetzt nicht einmal 50 Zentimeter oder einen Meter vor dir. Alles, was du zu sehen bekommst, muss in deinem Kopf drin sein. Ich rede jetzt immer vom roten Kopf, weil wenn du an deinen Trockennasen auf dem Kopf denkst, ist der schon wieder Information. Das geht natürlich auch, dass ich mir jetzt zum Beispiel sage, wenn ich sage, ich bin der Redo, dann hat jetzt der Redo in seinem Gesichtsfeld einen Monitor, was interessanterweise aber so aussieht, dass bei denen diese Struktur anders ist. Der sieht jetzt nicht das, was du auf dem Monitor siehst. Da sitzt also der Redo jetzt nicht links oben auf dem Bild. Stimmt oder stimmt? Wo bist du auf deinem Bild, Redo? Ich erscheine nie auf einem Bild, Siehst du, jetzt haben wir endlich einmal den ausgemacht, der uns ausdenkt. Weil das ist, hat sich jetzt nicht auf den Redo bezogen, das ist der Beginn an das Bewusstsein, das anfängt sich nicht mehr mit einer Figur, die man sich selber ausdenkt, zu verwechseln. das Das ist ist dir nämlich das. das. Das ist nämlich ein Kapital, das ist wirklich wortwörtlich genommen ein kapitalbringendes Verbrechen, ein todbringendes Verbrechen, solange sich ein Geist mit einer Information verwechselt. Dann Ist immer begehst du ein Kapitalverbrechen. richtig. Und darum ist das Kapital, das todbringende Verbrechen, baut auf dem lateinischen Wort Kapital, todbringendes Verbrechen, auf kaputt. Das heißt, dein Kopf zerbricht. Kaputt geht kaputt. Das lateinische kaputt, der Kopf geht kaputt, der zerbricht in viele kleine Facetten, die ich Geistesfunken nenne. Dass ich mir jetzt Figuren ausdenken kann, die letztendlich Gedanken von mir sind. Und wenn ich jetzt glaube, egal wer ich von diesen Figuren zu sein glaube, das bin auch ich. Darum beginnt das ganze Spiel mit Holo-Feeling von ich bin du. Und wenn jetzt ich die Rolle vom Redo spiele und ich check das, was ich in ich bin du in den Offenbarungsschriften lerne, dann werde ich plötzlich zu einem roten Ich. Und dann ist mir vollkommen klar, dass ich jetzt auch die Andrea bin oder der Udo oder die Diana oder die Donis bin. Bloß, durch das, dass ich eben nur dieses Programm laufen, habe ich natürlich dementsprechend die Bilder auf dem Bildschirm, die jetzt der Toni sieht oder die Diana sieht oder wer auch immer, den ich mir jetzt ausdenke. Der aber wiederum als ausgedachte Figur dann wieder Untersystem von mir ist. Das klingt unheimlich kompliziert und es ist so unendlich einfach, wenn man es verstanden hat. Es ist immer wieder nur das, was du nicht kennst, ist kompliziert und fremd und erscheint dir falsch. Bis es dann irgendwann einmal durch Lernen, wenn du zum Beispiel eine Zeitung liest, ist dir gar nicht bewusst, was da passiert. Du schaust diese kleinen Farbspritzer auf dem Papier oder auf dem Monitor an, was du Worte nennst, und es spricht in dir ein Kopflücken los. Du zerbrichst dir nicht eine Sekunde mehr den Kopf, wie das funktioniert. Das läuft vollkommen automatisch im Hintergrund ab. Aber das funktioniert erst, wenn du dir einmal die Mühe gemacht hast, lesen und schreiben zu lernen. Und genauso ist es mit Holofeeling. Wenn du einmal Holofeeling gelernt hast, das extrem schwierig ist, das ist ja unmöglich, das kann man ja niemals lernen, absoluter Blödsinn, dass du musst erst einmal das Interesse dafür aufbringen, wirst du feststellen, dass plötzlich die ganze Welt um dich herum genauso zauberhaft, ohne dass du dir den Kopf zerbrichst, im wahrsten Sinne des Wortes wundervoll funktioniert, dass es in deiner Welt überhaupt keine Feindbilder mehr gibt. Kein normaler Mensch, ich nehme mal den Otto-Normalverbraucher, würde auf die Idee kommen, zu sagen, ein Krimi ist ein feindlicher Film oder ein Horrorfilm, ein Science-Fiction ist ein feindlicher Film, weil da Böse vorkommen und ein Liebesfilm ist ein guter Film. Ein braver Film, ein schöner Film. Das sind Wertungen. Ich sage immer wieder, ein Film ist ein Film. Und du brauchst die Kontraste. Immer wieder die Wellen, es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Wenn du das jetzt hörst und du bekämpfst Krankheiten oder du bekämpfst Kriege oder Feinde, ich habe doch nicht umsonst gesagt, liebe deine Feinde. Ich kann immer wieder sagen, liebe die Kehrseite. Du kommst nicht auf die höhere Ebene, wenn du wirst niemals begreifen, was ein Kegel ist, wenn du die Dreiecke bekämpfst. Du musst die verwandeln, indem du die integrierst.
Das ist wieder, wenn sich zum Beispiel jetzt die höhere Ebene, wenn wir jetzt die ganzen christlichen Strömungen wieder zu dem Urchristentum machen, wo es nur die Lehre von Christus gegeben hat, wo alle christlichen Strömungen letztendlich so weit weggedriftet sind, in ihrer einseitigen Rechthaberei und Feindbilder bekämpfen. Das sind immer die kleinen Sätze, wenn ich sage, wenn ich dich frage, was an was glaubst du, was bist du, religiös, und er sagt, ich bin ein Christ, dann frage ich, was für einer? Du wirst dich wundern, was für eine riesen Palette von Menschen gibt, die behaupten, Christen zu sein, die aber letztendlich jeder an was anders glaubt. Nämlich an das, was man ihnen eingehämmert hat. Zwangsmissioniert. Mit Freiheit hat es nichts zu tun. Den Schwamminhalt sucht sich keiner raus mit den ganzen Dogmen, die einhergehen damit. Weißt du, da klingt dann schon wieder, wenn ich sage, wenn es dir vollkommen logisch erscheint, dass du deine eigene Schwester abschlachtest und die Eltern schauen zu, weil sie die Familie entehrt hat. Ich betone nochmal, das entehrt höchstens den Glauben, der sowas vorschreibt. Aber glaub ja nicht, dass dein Glaube, egal welchen Glauben du vertrittst, auch an nicht an Gott zu glauben, ist ein Glaube. Das ist der schlimmste überhaupt. Vor allem, wenn ich einmal begriffen habe, was Gott ist. Er ist was ganz was anderes, wie was die Religionen erklären. Da kommst du noch am nächsten hin, wenn du in die Upanishaden, in die alten hinduistischen Schriften reingehst, die dann unheimlich viele Götter machen. Diese vielen Götter sind nicht dieses eine, dieses nicht begreifbare, dass du irgendwann einmal erkennen wirst, dass du das selbst bist. Darum sage ich, ich bin du. Das ist niemals eine vergängliche Erscheinung. Wenn ich sage, Gott ist ewig, dann denke ich an einen Gott, den ich zuspreche, dass er ewig ist, aber der ist schon wieder weg, wenn ich ihn nicht mehr denke. Weil Ewigkeit kann nicht gedacht werden. Das ist, was rot geschrieben ist. Und da haben wir in der Ewigkeit die Ehe drin sitzen. Kannst in jedem Etymologie-Wörterbuch nachschauen. Ehe und Ewe. Ewigkeit ist dasselbe Wort. Ursprachlich. Sobald ich ursprachlich sage, denkst du schon wieder an der Vergangenheit. UR, rot geschrieben, heißt einfach verbunden im Kopf. Das ist diese Einheit, die oberflächliche Formen erzeugt. Wenn wir das blau machen, dann waren das nämlich aufgespannte Berechnungen. Das bedeutet Uhr. Wir können ja noch ein Haar dazwischen reinmachen. Wenn wir es rot machen, ist verbundene Quintessenz dieses roten Kopfes, Beroshi. Darum beginnt ja unsere Dora mit inmitten dieses Kopfes. Das ist der rote Kopf. Werden Himmel und Erde erschaffen, und zwar genauso, wie du dir das ausdenkst. Und wie du dir das ausdenkst, das hängt davon ab, was man dir erzählt hat. Weil gesehen hat es keiner. Überhaupt keiner. Das, was du in deinem Gesichtsfeld, in deiner symbolischen VR-Brille in Erscheinung treten lassen kannst, diese Außenwelt, die eine reine Illusion ist, die sich prinzipiell nur in deinem Kopf abspielt. Und ich betone immer wieder, das schreibt dir selbst dein momentaner materialistischer Glaube vor, dass du erst was wahrnimmst, wenn es in deinem Gehirn in Erscheinung tritt. Dass ich dann immer wieder sage, aber jetzt müsste man logisch immer sagen, wer schaut sich das an, wer sieht es dann? Und was noch viel interessanter ist, existiert das Gehirn überhaupt, wenn ich nicht dran denke? Weil wenn ich an mein Gehirn denke, muss ja in meinem Gehirn, wo alles drin sein muss, ein Gehirn in Erscheinung treten. Nämlich das, das ich jetzt anschaue. Lass das auf dich wirken. Dass man einfach dieses Nichts nicht akzeptieren will. Nichts heißt nicht, dass das nicht nichts ist, sondern dass das alles ist. Das ist Alpha und Omega. Und das muss verstanden werden. Da muss ich nur keine Wörter auffächern. Das ist, wenn das nicht verstanden ist, wirst du dich immer narren. Immer wieder narren in deinem Alltag, wirst du dich sowieso narren. Weil das lässt du wie ein Film laufen. Du bist mehr oder weniger gezwungen, das anzuschauen, so wie ein träumender Geist seinen Traum anschaut, wobei der ausgedachte träumende Geist ja auch schon wieder bloß ein Gedanke ist, da bin ich auch drauf eingegangen. Genauso läuft das Leben. Und um das abzuschließen, sage ich jetzt ganz schlichtweg und einfach, dein Leben läuft in dir ab, so wie jetzt normal gedachtes Wetter abläuft. Du hast null Einfluss drauf. Die größte Illusion zu glauben, du könntest irgendwas verändern. Wenn du auf die Straße gehst und für irgendwas demonstrierst, solange du Einseitigkeiten anstrebst, wirst du permanent unvollkommen bleiben, bis du erkennst, dass du die Vollkommenheit, die du anstrebst, schon bist, wenn du dich wieder erinnerst, was du eigentlich bist. Die Quelle für alle Informationen, die in dir auftauchen.
Die macht sich jetzt aus dem Staub. Ganz nebenbei, das Wort Schall Staub, und Rauch und da haben Asche wir und in dem Staub. Staub haben wir unser AOB drin. Ich erwähne ja immer wieder dieses AOB, die Radix ist ganz interessant. Unser Aleph, Waf, Bet, ich sage immer, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das hast du, der Mensch ist ja aus Staub gemacht. Okay, da wird es natürlich ganz interessant, dass das heißt ja die Beschwörungskunst. Die Beschwörung, das, was ich beschwöre, es wird für mich immer so sein, wie ich glaube. Schon wieder haben wir unser AOB, Gal, blau geschrieben, eine Welle, AUB, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist der Glaube. Das Ganze gebiert natürlich. Unser Glaube gebiert permanent Schöpfungen aufgespannter Polaritäten. Das ist der Zauber, die wir selbst in uns erwecken. Das ist das Wort Zauber. Das ist der Zauber, der dich einhüllt. Und das ist natürlich das Schöne. Wir sitzen da. Jetzt muss ich raumzeitig ganz kurz sagen. Wolfgang war bei mir, Lupus. Und der hatte dann Fragen zum Farbenspiel, wo ich die physikalische Wellenlänge umrechne in die geometrischen Werte, wo ich zeige, wie das zusammenhängt. Und er sagt, das ist so ein einziges Wunder, umso mehr sich Menschen damit beschäftigen, weil er hier sich auch versucht hat, mit welchen zu unterhalten. Er hat es mittlerweile vollkommen aufgegeben, weil die sehen dieses farbige Geschmier und die sagen, was ist das für ein Blödsinn? Diese unendliche Anmaßung, über was zu urteilen, wo man sich gar nicht die Mühe macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und hat man einmal dieses simple System dieser Farbschreibung, dieser Symbolik verstanden, ist es ein unendliches Kleinod, philosophisch wie arithmetisch, ein einziges Wunder, wo einem das Herz aufgeht, wenn man das sieht, das Wunder der Schöpfung, die Beschreibungen. Und jetzt muss ich immer wieder sagen, alle Intellektuellen der Welt, die mir uns jetzt denken, die nur ein Gedanke sind, wissen davon nichts, weil ich immer wieder sage, mach dir nicht die Mühe, Figuren in einem Traum erklären zu wollen, dass sie nur deshalb existieren, weil du sie jetzt denkst. Wenn du das jetzt versuchst, kannst du das ja nur, wenn du ihnen in ihnen als Brösel auftauchst. Aber da haben wir schon wieder ein Problem. Kann jemand in einer Figur in einem Traum auftauchen? Ich kann höchstens in einem träumenden Geist auftauchen. Ich kann mir jetzt hundertprozentig sicher sein, dass ich ein Geist bin, der träume. Also ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich wäre jetzt konfrontiert mit dieser Lautsprecherstimme, mit den kleinen Pixelmännchen, die ich jetzt höre. Ich rede jetzt als rotes Ich. Also ich höre jetzt, ich sage mal, ich nenne das Ding einmal Udo, ich höre den Udo jetzt sprechen. Das habe ich zigfach erwähnt. Holofeeling, die Ohrenbohrungen beginnen mit Ich bin du, bist du schon ich? Und du kannst dir hundertprozentig sicher sein, jetzt ich kann dir da mal fragen, wenn du jetzt den Udo sprechen hörst, ist eine total dumme Frage, weil das wäre, als wenn ich was nicht Existierendes frage, ob es mich hört. Du hörst mich jetzt, das ist hundertprozentig sicher. Die große Frage ist, wer bist du? Was ist das, was jetzt hört? Egal an was du jetzt denkst, das bist nicht du, das ist auch ein Gedanke von dir. Wenn man den kleinen Schritt gegangen ist, dass man das akzeptiert, stellt man sich zuerst einmal in ein Niemandsland. Jenseits von diesseits und jenseits. Das ist die Mitte. Weil du irgendwann einmal begreifen wirst, dass dein Diesseits, das du dir ausdenkst, wo du dich vielleicht erziehungstechnisch hineindenkst, wo du sagst, ich bin ja im Diesseits und der liebe Gott wohnt im Jenseits und die gestorbenen Menschen sind im Jenseits. Wie sieht es aus, wenn du im Jenseits bist? Dann wird es Jenseits zum Diesseits, so wie richtig und verkehrt. Die Richtung setzt immer eine Kehrseite. Befindest du dich dann auf der Kehrseite, ist die Kehrseite die Richtung und das, was vorher richtig war, ist dann verkehrt. Dann sage ich immer, wenn du immer bist, wir nennen mal das, was immer ist, Jenseits. Wenn du immer bist, ist die andere Seite die Welt deiner Gedankenwelt der vergänglichen Erscheinungen des Diesseits. Okay? Nein, nicht klar. Ich habe gesagt, wenn du immer bist, ist dieses Immerseiende des Diesseits und die Welt der vergänglichen Erscheinungen ist es Jenseits. Lebst du in der Welt der vergänglichen Erscheinungen, ist die Welt der vergänglichen Erscheinung diese Seite, das ist ja das Diesseits, und das, was ewig Seiende, das sich nicht veränderte, ist dann das Jenseits. Wo willst du leben? Und das ist jetzt die Sache, wie die Frage nach der roten und der blauen Pille.
Das ist immer wieder so eine Sache, ich will in die Welt der Kegel und es fragt mich einer, willst du ein Kreis oder ein Dreieck sein? Ich sage beides. Das ist das Christusbewusstsein, das violette Ich. Das verschmilzt jetzt diese Symbolik in einen vollkommen neuen Zustand, in dem violetten, in der Purpurlinie, Farbenspiel, ist das alles drin, weil das alles extrem komprimiert beschrieben. Und jetzt ist wieder die Frage, ja, so viel Zeit, so viel, ich habe da nicht so viel Zeit, ich habe doch Wichtigeres zu tun. Ich sag, du wirst dich wundern, wie viel Zeit du von mir kriegst, wie viel Leben du noch durchleben darfst, wo du dich permanent selbst mit dem falschen Glauben anderer Menschen in die Pfanne haust, bis du anfängst selber zu denken. Ich weiß, wovon ich spreche. Darum bin ich da immer so kalt, wenn ich sage, die Menschen, die wir uns ausdenken, gehen wir zuerst einmal am Arsch vorbei. Das sind Figuren in einem Traum, die sich schon auflösen, wenn sie nicht gedacht waren. Das klingt jetzt sehr kalt und hart und auf der anderen Seite dann doch wieder nicht, dass man trotzdem, wenn ich sage, ich lasse das normale Leben unangetastet, mit der ganzen Verantwortung und Fürsorge, die mit drin steckt. Und das ist ja diese eigenartige Zerrissenheit, wenn wir jetzt in unser Ausländerproblem reinfahren. Dass wir für das Wort fremd im Hebräischen zuerst einmal zwei Grundworte haben. Hast du es im Kopf, Fredo? Ja, 70, 200 ist eins, oder? Richtig. Also sein Resch und das andere, was ist noch fremd? 7200 ist sein Resch, das Gar, ja. GR. Ah ja, genau. Ja, genau. Das sind die zwei, also GR, Himmel Resch und 70 Resch. Das sind die zwei Wörter, die in der Regel mit fremd, zuerst einmal mit fremd übersetzt werden. Hochinteressant ist, wenn man das spiegeln. Wenn man nämlich die 7200, das Sor, ich spreche mal jetzt das Sor aus. Wenn wir die spiegeln, dann gibt es das im Hebräischen das Wort Ras, da gibt es ein Sefer Rasiel. Das heißt, das ist das Geheimnis. Das heißt also, in Worten gesprochen, die 200-7, Rasch Sain, diese zwei eigentlich Zain, weil da haben wir ja ZS-Wandlung, das ist das Geheimnis, eins von mehreren Wörtern für Geheimnis. Wir haben auch unser SDR auch. Ich strecke eine Ecke. Und zwangsläufig, wenn ich die andere Seite anschaue, erscheint mir das fremd. Das göttliche Geheimnis muss überhaupt nicht fremd sein. Das Geheimnis besteht darin, dass ich dieses Geheimnis für jeden, der einfach schaut, was da ist, offensichtlich gemacht habe. Aber Menschen, die außen leben, die permanent Sachen sehen, die sie überhaupt nicht sehen, die sehen das Offensichtliche nicht mehr, sondern die sehen in der Regel nur noch ihre logischen Konstrukte. Das ist die ganze Naturwissenschaft, die dir dann zum Beispiel einen Laserstrahl zeigen und sagen, das ist ein Lichtstrahl. Bin ich so darauf eingehen, Licht kannst du nicht sehen. Ein Laserstrahl siehst du auch nicht, das was du siehst, ist was anderes. Wenn du ein Bild anschaust, wenn du jetzt glaubst, du siehst zum Beispiel den Udo, nein, du siehst einen Monitor. Oder du siehst den Räder, oder du meinst, im Hintergrund sind da Bücher oder DVDs oder Schränkchen. Oder Kachelofen. Da ist kein Kachelofen. Das sind Interpretationen, das ist dieser schöne Aufbau, was ist eine Illusion? Wenn du in einem statischen Raster, unbewegten Raster, irgendwelche Gesichter, Dinge oder Sachen siehst, die jetzt gar nicht vorhanden sind, dann ist das eine Illusion. Du weißt, wie viele tausende Male ich mittlerweile sagen kann, ich auf dieses Selbstgespräch, auf das Buch Die Physik im Nullpunkt Gottes hingewiesen habe am Ende, wo wir dann nochmal genauer drauf eingehen, was man in Wikipedia nachlesen kann, wir haben das dann bloß nochmal erklärt. Du wirst irgendwann einmal feststellen, gibt es da überhaupt irgendwelche Menschen, Psychiater, hochgebildete Menschen, die das verstehen, was da drin steht? Das Verrückte am Holofeeling ist eben, das Verrückte im Vergleich zu normaler Logik, dass du von mir niemals hören wirst, dass irgendwas nicht stimmt. Darum kannst du mit mir ja nicht diskutieren, ob das stimmt, was du glaubst, oder weil ich dir ganz klipp und klar sage, das, was du glaubst, stimmt. Für dich. Aber es stimmt trotzdem. In Bezug auf das Ganze stimmt es ein bisschen. Denk wieder auf mein Beispiel hier. Das ist ein Beispiel. Der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Für zwei verschiedene Meinungen. Was für den einen richtig ist, erscheint für den anderen genau andersherum verkehrt. Aber die haben doch beide recht. Habe ich auch tausende Mal erklärt. Du bist dir der Konsequenz dessen nicht bewusst, dass in dem Moment, wo du mit irgendeinem Menschen diskutierst und wenn es um Kleinigkeiten im Alltag geht, ich rede jetzt nicht nur von politischen oder religiösen Diskussionen,
Da muss er bloß zwei zum Einkaufen, fahren wir jetzt zum Einkaufen, ein Ehepaar oder was fahren wir zum Einkaufen oder fahren wir nicht. Nehmen wir jetzt das im Supermarkt noch mit oder nehmen wir es nicht mit? Jeder hat seine Logik. Jeder wird sich das, was er behauptet, hundertprozentig logisch erklären und sich selber einreden, dass seine Vorstellung die einzig richtige ist. Und ich sage dir jetzt, jeder hat recht, das ist auch von der Demut. Was war ein ganz, ganz Schlimmes, wenn du verschiedene Möglichkeiten hast und jetzt plötzlich fängst du selbst in dir aufgrund dieses zweiten Geschwätzes an, dir den Kopf zu zerbrechen, welche dieser verschiedenen Möglichkeiten eigentlich stimmt. Jetzt wird mich wirklich einmal, der sagt, der Henkel ist rechts, der andere sagt, der Henkel ist links. Gehen wir ein wenig krasser, machen wir statt das hin, nehmen wir das Wort Politik. Der eine behauptet, rechts ist richtig, der andere behauptet, links ist richtig. Was soll ich jetzt glauben? Muss ich mich das da mal schlau machen? Ist schon der Ansatz, sich in den Kopf zu zerbrechen, welcher dieser Seiten richtig oder besser ist. In Bezug auf das heilige Ganze ist es immer eine Entheiligung. Darum sage ich immer wieder, wenn du dich drüber erhoben hast, wenn du auf der Höhe einen Doppelschritt machst und schaust es von oben an, was du wirklich im tiefsten Innern des Gefirms, egal was einer behauptet, der hat recht. Was er sagt, ist richtig, das ist seine Richtung. Aber von oben siehst du, wo er unten ausgedachterweise steht und welche Facette er sich von einem Komplex anschaut, wo er überhaupt keine Ahnung hat. Ein Naturwissenschaftler, der behauptet, die Welt ist ja keine Scheibe, das haben die Deppen vor 500 Jahren geglaubt. Wir Physiker wissen ja mittlerweile, dass das eine Kugel ist, die sich um die Sonne rumdreht. Hat er das, der das behauptet, jemals mit eigenen Augen gesehen? Oder verwirklicht er eine Vorstellung in seinem Kopf? Die ganze Quantenmechanik, das ganze Zeug, es sind geistlose Schwätzer. Es ist tiefgläubig, es sind tief religiöse Menschen und denn ihre Religion, ihre dogmatische Religion heißt Naturwissenschaft. Und Gott ist in diesem System Geld. Einzig und allein Geld. Aber ich kann nur sagen, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und jetzt, ganz wichtig, was ich jetzt sage. Ich werfe nicht so niemanden, den ich mir ausdenke, vor, dass er genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Das war jetzt kein Vorwurf, keine Schuldzuweisung. Weil wir wissen ja, ich nehme alle Schuld auf mich. Ich hab's gemacht. Wer hat's gemacht? Ich bin dafür verantwortlich. Habe ich dir nicht gesagt, Gott zu sein, ist eine, mit einer Riesenverantwortung verbunden? Wo ich dann auch irgendwann begreifen muss, dass ich innerhalb einer vorgestellten chronologischen Wachstumsphase, die niemals in einem chronologischen Form in Zeit abläuft, sondern in einer ständigen Umformung, dass ich, wenn ich jetzt 200 Gramm rote Knete nehme und ich mache aus der roten Knete zuerst einmal sowas wie ein Ei, dann mache ich sowas wie einen Wurm draus, wie einen kleinen Säugling. Dann denke ich mir, der krabbelt, der dreht sich rum, dann lasse ich ihn hoch, dann mache ich ein Kind raus, dann mache ich, ich forme den ja ständig um. Man kennt ja die gemorphten Bilder, wenn ich jetzt mit Computertechnik ausgedachterweise ein Gesicht von einem 16-jährigen morphe bis hin, dass er 75 ist. Es ist nur, die Oberfläche wird umgeformt. Es bleibt immer dieselbe Gnede, genauso wie ein Leser, der ein Buch liest, auf der letzten Seite des Buches auf der höheren Ebene, weil er ist ja nicht eine Figur in dem Buch, immer noch derselbe Leser ist wie auf der ersten Seite. Und du wirst jetzt immer mehr feststellen, dass im Laufe deines Lebens du letztendlich ein Leser einer Lebensgeschichte bist und dass du dich dabei nur als Ding an sich überhaupt nicht verändert hast. Du bist am Ende des Buches immer noch derselbe Geist, den wir jetzt durch den Leser symbolisieren, was sich in dir verändert hat. Du hast ein Leben mehr in dir durchschaut. Ich sage, aus dem Bücherregal noch eine höhere Ebene hast du jetzt dich mit einem einzigen Buch mehr selbst auseinandergesetzt. Auseinandergesetzt. Weil ich lese jetzt in meinem Buch zurzeit, sitze ich als Brüssel-Udo da. Der Brüssel-Udo symbolisiert jetzt den Leser. Und meine Lebensgeschichte ist, dass ich jetzt skype und ich denke mir jetzt den Udo aus und ich nehme mir den Redo und die Diana und die Toni und die Helene aus. Und vor allem, ich denke mir jetzt einen aus, der vom Computer sitzt und sich diese Aufnahme anhört. Und haben mir nicht festgestellt, dass dieser Geist, der sich das alles ausdenkt, nicht nur der Schöpfer von den Dingen sind, die er sich ausdenkt, sondern dass er der Geist ist für alles, was er sich ausdenkt. Egal welche Welle im Meer auftaucht, es ist im Hintergrund immer dasselbe Meer.
Und wenn ich mich jetzt mit einer Gedankenwelle verwechsel und ich bin jetzt, meinetwegen, ich glaube, ich bin der Toni oder ich glaube, ich bin jetzt die Diana oder was jetzt natürlich jetzt hundertprozentig der Fall ist, weil das sind ja nur Pixelmännchen. Ich glaube, ich bin jetzt der, der vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch, dieses Video anhört. In dem Moment bin ich in der Vergessenheit und erlebe, steckt noch in diesem speziellen Lebensbuch drin. Es sind aber die anderen Bücher, sind aus demselben Bücherregal. Es ist nur wieder eine komplexere Form, die ich auch sehr, sehr oft genau erklärt habe. Und dann kann ich immer wieder nur wiederholen, ich erkläre euch hier weder einen esoterischen noch einen religiösen und schon gar kein geistloses, materialistisches Geschwätz, was da richtig oder verkehrt ist, sondern ich sage, wo die Sackgassen liegen. Das hat natürlich auch, all diese Denkweisen sind in Bezug auf das Ganze richtig, wichtige Facetten. Mein Kabelsteckerbeispiel. Aber du musst dich komplett lösen von wichtiger oder weniger wichtig. Da bin ich so in meinem Kabelsteckerbeispiel drauf eingegangen. Zu behaupten, der kleine Kabelstecker ist weniger wichtig wie der Motor im Auto zum Autofahren, dann ziehe ich dir den Stecker ab und du wirst feststellen, wie ich so oft gesagt habe, ob ich dir den ganzen Motor ausbaue oder nur einen gewissen Stecker abziehe. Das Ding fährt nicht mehr. Und ich kann dich nur darauf hinweisen, du bist der Kabelstecker für die ganze Welt, die du dir ausdenkst. Das, was du dir ausdenkst, wiederum, jetzt als ausgedachte Träume in der Geist, kannst du dir nicht raussuchen. Das heißt, ob du jetzt noch ein Weltkrieg zu sehen bekommst oder nicht, das hängt davon ab, welches Buch du liest. Da ich jetzt einmal behaupte, das ist ein sehr elementares Buch, weil ich dir jetzt die Möglichkeit gebe, das ist ja genau genommen, ist ja schon das Buch wieder extreme Vereinfachung, ist eigentlich ein interaktives Videospiel. Weil ich dir jetzt die Möglichkeit gebe, dich entscheiden zu dürfen. Wohlgemerkt, es bezieht sich auf den Geist, der mir zuhört. Das heißt, was du letztendlich entscheiden musst, ist nicht das Wollen, will ich jetzt einen Krieg oder will ich keinen Krieg, weil das ist ja schon eine dumme Frage. Da wissen wir ganz genau, wie deine Logik darauf reagiert, sondern die Entscheidung liegt in einem ganz, ganz anderen Bereich. Was du als Figur magst, ist eh festgelegt, aber das wird jetzt sehr stark beeinflusst von dem, was du glaubst. Das heißt, es ist letztendlich, ich biete dir erstmalig die Möglichkeit, dass du was raussuchen kannst. Nämlich, willst du jetzt mir vertrauen oder willst du weiterhin den Zweiten vertrauen? Absolut. Da musst du ja nichts tun. Das heißt, willst du dem vertrauen, was hundertprozentig sicher wirklich, wirklich ist, oder willst du weiterhin an Sachen glauben, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest? Willst du dir laufend selber auf den Leim gehen, indem du Sachen konstruierst, dir Sachen ausdenkst, die du noch nie gesehen hast? Du liest der Zeitung, du liest was von einem Krieg, du liest was von einem Giftgasangriff. Mir fällt jetzt spontan in deinem Kopf ein, jetzt die Sache mit Russland wieder. Ich sage nicht, die Russen sind gut, wenn du zuhörst. Für mich ist richtig und verkehrt komplett austauschbar. Aber jetzt, du hast ja eine Chronologie, die du momentan sofort einziehst. Das ist so dieses Nachkriegsdogma, wie ich das nenne. Die historischen Fakten, wie die das nennen. Wie kann man historische Fakten leugnen? Schon wenn das an den Mund nimmt, ist ein klares Zeichen, dass es ein geistloser Idiot ist. Weil er nicht weder weiß, was das Wort historisch noch was das Wort Faktum heißt. Der Zweite redet ihn nämlich ein, sobald irgendjemand in ihm auftaucht und der von Fakten redet, sind es Tatsachen. Ich habe gerade gesagt, was Fakten heißt. Ein Faktum ist eine Tatsache. Aber es gibt keine historischen Tatsachen. Die Tat besteht darin, dass du in Maßsetzung deines anerzogenen, zwanghaft programmierten Wissens dir eine Vergangenheit ausdenkst, die du blind glaubst, weil man es dir erzählt hat. Du wirst überhaupt nicht auf die Idee kommen zu glauben, dass da außen irgendwo ein Rumpelstilzchen rumläuft. Aber den Hitler hat es gegeben. Mein Opa hat ihn doch gesehen. Der war doch in der SS. Alles nur vom Hörensagen. Freiheit. Die Freiheit hat nichts zu tun mit irgendwelchen Leuten, das berühmte 1984, auch das ist alles ausgedacht. Es ist ein vollkommen neues Weltbild, das du alleine, du Geist, der du mir jetzt zuhörst. Ich sage immer, ich kann nur den Geist wach machen, der mir jetzt zuhört. Und in dem Moment, wo du schon akzeptierst, dass du jetzt ein träumender Geist bist, stellt sich die Frage nicht, was ist dann mit den anderen?
Die Frage stellt sich nicht. Was ich jetzt aber wieder ein Gegenteil setzen muss, wie mit meinen systemrelevanten Parametern und nicht systemrelevanten Parametern. In meiner Rolle spiele ich die ganz normal weiter die Fürsorglichkeit. Das, was du an den anderen tust, tust du dir selber an, im Positiven wie im Negativen. Ob es die anderen verdient haben oder nicht verdient haben, da muss ich mir jetzt erst einmal, das ist immer so unser Ausländerthema. Selbstverständlich gibt es so liebenswerte Menschen unter den Ausländern, unter den Fremden. Das Gar haben wir noch nicht. Haben wir ja die andere Hälfte, da haben wir übrigens auch das Gar, auch fremd eigentlich die Reisenden, die in der Fremde übernachten, wenn man ins Althebräische reingeht, das kann man auch spiegeln. Ich habe ja gesagt, unser Saver zur Ras, das heißt dann praktisch das Geheimnis, das dir fremd erscheint. Und interessant ist es, dass das GR, der geistige Kopf oder dann der blaue Geist, der Gehirn, das Gehirnberechnungen, die Gehirnberechnungen, wenn man GR mit Holofeeling dann blau lesen, dass wir das auch spiegeln können, dann kriegen wir den Rack. Genau. Kannst du dich erinnern, was Rack ist, Redo? Schau mal schnell nach und lass dich überraschen. Da kannst RG, GR, Gar ist ja der Fremde. Da muss man nachschauen, er setzt die ganze nach, er ist Profi im Althebräischen und solche kleine Radix, die muss man doch im Kopf haben. Reden. Sag's uns, was da drin steht. Der Feldherr. Das ist jetzt ganz interessant, da kriegen wir jetzt einen Feldherrn, das übrigens dann mit Ragmak, wenn du nochmal eine Silbe dazu machst, wird es dann hier zum großen Lehrer. Aber das muss man jetzt nicht wissen, worauf ich eigentlich hinaus will, ist immer wieder die Leichtgläubigkeit, was die offizielle Presse anbelangt. Und ich sage, wir können ja die Länder jetzt austauschen, ob du in Russland lebst oder in Amerika oder in Deutschland, spielt keine Rolle. Du hast immer so eine offizielle Presse, eine hinderliche Presse. Weil mir gerade in Sinn kommt, jetzt mit dem Giftgasangriff von Russland hier auf diese, in England mit den Spionagen, wo sie jetzt ganz massiv auf Russland wieder losgehen. Und ich sage jetzt, in deinem offiziell greifbaren Parameter, weise ich nur darauf hin, immer wieder jetzt in deinen Schwamminhalt. Ich sage nicht, dass das in der Vergangenheit so war, sondern ich weise dich auf Fehler im Führerscheinprüfungsbogen hin. Dass alle nachweislich jetzt mit normaler materialistischer Logik, also keine Verschwörungstheorien, alle großen Kriege jetzt in Asien, angefangen, ob das Korea, der erste Koreakrieg war, ob das Iran, erste Irakkrieg, zweite Irakkrieg, ob das Libyen, egal was es ist, ist ausgelöst worden durch Lügen von Amerika. Das wird sogar in offizieller Presse dargestellt. Gut, da hat man nicht richtig hingeschaut. Das war Fehlinformation. Das wird alles so unter den Tisch gehört, was aber dann alles hochgekommen ist innerhalb dieser Geschichte. Immer dran denken, Führerscheinprüfungsbogen. Die wollen unbedingt einen Krieg. Es strömt, es ist noch nie, das ist so, wird alles so seicht gehalten. Ich rede jetzt von dem Programm, was du kriegst, wenn du in der offiziellen Presse mal nachforscht. Ist doch schon wieder, wer sagt dir nicht, dass jetzt auch das, was man die Russen vorwirft mit dem Giftgasanschlag, dass das genauso wieder gefaked ist? Das ist interessant, jetzt geistig betrachtet, Asja Rudorf ist ja die R-Udo-R-Mannschaft aus alter Etymologie, eigentlich die geistige Mannschaft, die wird immer attackiert. Ich sage immer wieder mit dem Verstehen, ich habe meine Duftmarken überall drin. Es geht nicht, dass dir der Brösel Udo, ihr wisst, ich sage immer tausendmal, der Mensch ist so unwichtig, der hält sich auch komplett raus. Ich werde niemals der Anführer einer Gruppe sein oder irgendeiner politischen Bewegung oder religiösen Bewegung überhaupt mich zugehörig nennen, geschweige denn vorstehen. Ich vermeide dermaßen, dass ich Menschen um mich schaue, abgesehen, immer so kleine Bröselgespräche, Videogespräche, die nur für dich sind, für dich Geist. Du kannst da nirgends eintreten, musst nirgends austreten, weil ich sage, du spitzt deine Rolle weiter, egal ob du ein katholischer Pfarrer bist oder Rabbi bist oder dir Religionen am Arsch vorbeigehen. Es werden bei vielen Sachen, wenn jetzt das nicht so jobabhängig ist, dass das dein Beruf ist. Lehrer, habe ich so ein schönes Gespräch jetzt noch gehabt mit der Trixi auch. Immer wieder mit dem, was ich lehre in der Schule, als Lehrer habe ich ja was zu vermitteln. So, ich vermittle das, was der Staat dir vorschreibt, was du als Lehrer oder Schulrektorin zu tun hast, immer wieder mit dem kleinen Trick, den wir hier zigfach angesprochen haben, dass du jetzt keine Dogmen draus machst, wenn du das den Kindern erklärst, sondern du sagst, zur Zeit glaubt man, zur Zeit geht man davon aus. Stand des Wissens ist. Und immer darauf hinweisen, dass in den jetzt ausgedachten Vergangenheit es sich immer ganz brutal, oft in kürzester Zeit, komplett umgedreht hat ins Gegenteil.
Und wenn man das so lehrt, den Stand des Wissens so lehrt, programmiere ich keine Dogmen. Das heißt, wenn die, ich halte die Kinder, jetzt natürlich alles ausgedacht, die es nicht verstehen können, das muss ich immer dazu sagen, das ist mehr oder weniger hier den Kompromiss, den ich finden muss, wenn ich als Windows mich mit einem Basic-Betriebssystem unterhalten muss, ich Basic sprechen. Das heißt, ich muss, wenn ich dir jetzt was erkläre, weil dein komplettes Weltwissen, das du hast, symbolisiere ich mit Basic-Logik, kann ich nur im Basic mit dir kommunizieren und da läuft halt immer diese Raumzeitlichkeit mit. Dass wir an andere denken. Die anderen sind nur Gedanken von uns. Andere Orte, die wir uns irgendwo hindenken, sind hier in unserem Kopf. Es ist alles hier und jetzt in unserem Kopf. Aber nicht in den Kopf, an den du denkst, wenn du an dich als Trockennasenaffe denkst, weil der auch erst dann wieder existiert, wenn du an den Kopf denkst, wo du dir was reindenken kannst, zum Beispiel ein Gehirn. Die Sache mit der Kiste, wo ich so oft wiederholt habe. Das ist so ein wunderschönes Beispiel. Und dass du, wenn du wirklich den Doppelschritt, wie ich das nenne, machst, zum Beobachter von dem Wertesystem wirst, von dem blauen Ich wirst, das ist eben der Sinn des Lebens, dass du deinen momentanen Charakter durchschaust. Habe ich so oft gesagt, dieser Charakter, hebräisch API, das schöpferische Wissen eines Intellekts, das ist das hebräische Wort für Charakter. Das ist immer reiner Zufall. Und die Unterstützungen, wo ich mache, mit dem UB in der Sprache schon das ab, ob wir das jetzt englisch UB schreiben oder AB schreiben, dass das gleich ausgesprochen wird. In der Aussprache merkst du keinen Unterschied. Dass jetzt das AB der Vater ist, aber im Hebräischen auch das Aufblühen und das UB 86 El Hayom ist, der, der immer ist. Gott, das Meer, aus dem alles die Gedankenwellen herauskommen. Dass ich verbundenes Wissen dann blau geschrieben zu einem aufgespannten Wissen mache. Dass die Upanishaden, dass die ganzen Sachen, wo ich hier bringe, dass wenn wir in die asiatischen Kampfkünste gehen, das Judo, das Budo, dass ich überall diese Namen versteckt habe. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Brösel Udo, das Pixelmännchen oder real erscheint auf der Veräppelung in irgendeiner Form besser oder wichtiger wäre wie irgendeine andere Figur in deinem Traum. Denk wieder an den Kabelstecker. Sondern das ist nur ein Zeichen, dass das, was ich dir durch den Udo mitteile oder jetzt durch diese Lautsprecherstimme mitteile, dass das wirklich nur für dich ist. Dass du diese unvorstellbare Größe erkennst von dem, was ich dich teilhaben lasse. Vorausgesetzt, du vertraust dem Ersten und hörst auf, auf das Geschwätz vom Zweiten zu hören. Das lassen wir jetzt einmal für die Hälfte gut sein. Das lässt jetzt auf dich wirken und ich kann dir nur raten, hörst die immer wieder an und du wirst merken, es wird immer klarer werden, umso weniger sich deine Logik, der Zweite in dir, der Satan, das ist der Satan, Scheitern. Das hebräische Wort habe ich so oft erklärt. Shin Tet Nun schreibt sich das. Mit Holofeeling die logisch gespiegelte Existenz, eine logisch gespiegelte Existenz. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Der, den du dir jetzt rausdenkst, der du zu sein glaubst, der jetzt vom Computer sitzt, das ist eine Spiegelung deiner Logik. Das ist die Logik gespiegelte Existenz. Und eigentlich heißt ja dieses hebräische Wort Satan, haben wir so oft gesagt, hebräisch geschrieben, heißt eigentlich Ankläger. Ich sage immer, das ist der Staatsanwalt. Aber bist du nicht der Ankläger, sobald du über irgendwen herziehst, wo du sagst, der ist schuld? Du klagst doch jeden an. Alles, was dir unlogisch erscheint, was dir nicht passt, klagst du an. Jetzt gehen wir wieder an den Anfang des Gespräches gedanklich. Ist dieser 20-Jährige, den wir uns ausdenken, der seine 17-jährige Tochter aus Ehrerrettung massakriert, ist der schuld daran, dass wir uns den so denken, dass du dir diese Vorstellung in dir aufbaust, weil du irgendwelche Geräusche aus einem Lautsprecher hörst? Ich sag, überall schwingt erst einmal das erste und das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Ich kürze das immer ab, ich sage immer, mach dir kein Bild von irgendwas außerhalb von dir. Und immer dran denken, selbst dein bisheriger Glaube schreibt dir eigentlich vor, es muss in deinem Gehirn drin sein. Mech. Hebräisches Wort Mech. M-Chat. Eine gestaltgewordene Kollektion. Das ist dein intellektuelle Kollektion, ist dein Ich, das blaue Ich. Ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Das ist der Sinn des Lebens meiner Schöpfung. Und jetzt lassen wir es gut sein.
Danke, danke. Ja.